Schmerzschützen durch den Zahnarzt. Wie geht das? Nun, was verbirgt sich hinter diesem Titel? Heute möchte ich zu Ihnen sprechen über das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch vorab eine Frage. Wussten Sie, dass die Todesursache Nummer 1 in Deutschland eben diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind? Also Schlaganfälle, Herzinfarkte? Also nicht etwa Krebs, wie man vermuten möchte, als Todesursache Nummer 1. Nein, es sind diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wie hängt nun das mit den Zähnen zusammen? Nun, es gibt hier viele Studien. Im Verlauf dieses Videos möchte ich Ihnen drei sehr eindrucksvolle Studien präsentieren. Doch vorab einmal zur Erklärung. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben natürlich etwas mit einem chronischen Entzündungsprozess im Körper zu tun. Und hier spielen wieder die Bakterien eine große Rolle. Stellen Sie sich einmal vor, bei einer Parodontose beispielsweise. Bei einer Parodontose kommt es dazu, dass Bakterien zwischen Zähnen, zwischen Zahnwurzel und Zahnfleisch sich verstecken können. Und diese Bakterien, und das ist das Entscheidende, bleiben nicht nur dort an der Zahnwurzel oder im Zahnfleisch. Nein, sie werden sozusagen bei jedem Kauvorgang oder auch bei jeder mechanischen Irritation, wie man das nennt, und das, da gehört auch das Zähneputzen dazu, von der Zahnfleischtasche in das Gewebe und damit in die Blutbahn quasi gedrückt. Was bedeutet, wenn wir eine hohe Bakterienmasse im Bereich des Zahnfleisches haben, wandern diese Bakterien unter dem Druck sozusagen in die Blutbahn und dann kursieren sie und zirkulieren sie natürlich im gesamten Herz-Kreislauf-System. So, und eine wichtige Stelle ist natürlich hier das Herz. So, was können diese Bakterien nun am Herz machen? Eine Form ist zum Beispiel, eine sehr gefährliche Form ist, dass diese Bakterien, die hier im Bereich des Zahnes, des Zahnfleisches ja schon Entzündungen hervorgerufen haben, natürlich auch Entzündungen im Bereich des Herzens, der Herzinnenseite sozusagen, der Herzinnenhaut verursachen und so die sogenannte Endokarditis mit verursachen können. Das bedeutet also, die Bakterien erzeugen eine Entzündung in der Herzinnenhaut. Auf der anderen Seite haben diese Bakterien auch die Eigenschaft, sich an die Gefäßwände hinzusetzen, hinzuklemmen und zu einer Versteifung dieser Gefäßwände zu führen. Und diese Anlagerungen von Bakterien in diesem Gefäß und diese Versteifung des Gefäßes, das zum Beispiel zum Herzen führt, das führt zu einem erhöhten Risiko entweder einer Embolie, also der Bildung eines Thrombuses, oder auch zu einem kompletten Verschluss dieser Arterie. Und das bedeutet natürlich, dass das Organ, jetzt bleiben wir mal bei dem Herzen als Beispiel, dass das Organ, was an dieser Arterie eigentlich dranhängt und durch Sauerstoff, durch Blut mit Nährstoffen versorgt werden sollte, dass dieses Organ, dieser Muskel sozusagen keine Durchblutung und keinen Sauerstoff mehr hält, was dann eben das klinische Bild des Herzinfarktes auslöst. Das bedeutet, bleiben wir bei dem Herzen, einmal das Endokarditis-Risiko und die Erhöhung des Herzinfarktrisikos durch den Verschluss der Arterien, die für den Herzmuskel lebenswichtig sind. So, und das gleiche Phänomen haben wir natürlich im Bereich des Gehirns, des Schlaganfalls. Hier haben wir die gleichen Gefäße, die Sauerstoff und Blut ins Gehirn transportieren sollen und die eben auch durch diese Bakterienanlagerung an den Gefäßwänden dazu führen können, dass diese Arterien sich verstopfen und das Gehirn dann nicht mehr durchblutet wird, was wir eben unter dem Symptom Schlaganfall zusammenfassen. So, das ist also wichtig zu wissen und es gibt eine Studie, mit der möchte ich beginnen, die wurde an einer Studiengruppe von 100.000 Patienten durchgeführt, über 7 Jahre lang. So, und diese zwei Zahlen sind wichtig, denn wir haben zum einen ein hohes Patientenklientel, also eine hohe Untersuchungsmasse und einen relativ langen Zeitraum, über den diese Ergebnisse gesammelt wurden. So, man teilte diese 100.000 Patienten in zwei Gruppen. Die eine Gruppe
pflegte ihre Zähne wie bisher häuslich, also zu Hause durch Zähneputzen, und die andere Gruppe ging einmal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung beim Zahnarzt. Was fand man am Ende dieser 7 Jahre heraus? Die Gruppe, die einmal im Jahr beim Zahnarzt war und sich ihre Zähne professionell reinigen ließen durch eine Prophylaxesitzung, eine professionelle Zahnreinigung, hatten ein um 13% reduziertes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden und ein um der 24-fache reduzierte Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Also 13-fach Schlaganfall, 24-faches niedrigeres Risiko Herzinfarkt. Und wodurch? Durch einen Besuch beim Zahnarzt, um sich dort seine Zähne professionell reinigen zu lassen. Das ist wirklich enorm meines Erachtens. Ja, eine zweite Studie zeigt ja auch, und das zum Thema Bluthochdruck. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie hier eine Arterie haben, und die Arterie wird immer enger durch diese Gefäßverengungen, durch diese Plaque, die sich da anlagert, zum Beispiel verursacht durch die Parodontosebakterien, dass das natürlich zu einem erhöhten Druck in diesem Gefäß führt. Und so kommt eigentlich Bluthochdruck zustande. So, man fand heraus, dass wenn man Patienten hier im Bereich der Zähne sanierte, also zum Beispiel die Parodontose behandelte, die toten Zähne entfernte, die Nikos operierte, dass die Patienten allein durch diese Maßnahme schon, falls sie unter erhöhtem Blutdruck litten, dieser Blutdruck sich automatisch deutlich und wissenschaftlich signifikant senkte. Das bedeutet, die Zahnsanierung senkt bei erhöhtem, bei Bluthochdruck quasi automatisch den Blutdruck. So, und auf der anderen Seite fand man heraus, dass die Medikamente, die gegen Bluthochdruck in der Regel verschrieben werden vom Arzt, dass diese Medikamente zurückgefahren werden konnten, weil durch die Behandlung der zum Beispiel Parodontose die Wirksamkeit der Medikamente auch erhöht wurde. So, das bedeutete, man braucht weniger Medikamente, weil die Wirksamkeit erhöht wird, wenn hier im Bereich der Zähne alles tiptop sauber ist. So, und die dritte Studie, die wurde in Finnland durchgeführt mit über 8000 Kindern, und es zeigte sich, dass bereits im Kindesalter die Ursache oder das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich festgelegt werden kann durch eben eine gute Mundhygiene oder schlechte Mundhygiene. So, man untersuchte die Kinder, beobachtete sie über den gesamten Prozess des Erwachsenwerdens, und es stellte sich heraus, dass Kinder mit einer schlechten Mundhygiene, mit Karies bereits im Kindesalter, mit Zahnfleischproblemen im Jugend- und Erwachsenenalter und bereits hier im Kindesalter, wenn hier was nicht stimmte, ein doppelt so hohes Risiko haben als Erwachsene später an Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu erkranken. Also bereits im Kindesalter können wir hier den Grundstein legen und quasi vermeiden, bis sogar verhindern, dass wir später als Erwachsene an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall leiden. Und wenn ich hier spreche, einen Herzinfarkt erleiden, einen Schlaganfall erleiden, dann möchte ich sagen, ich bezeichne das immer als eine 1- oder 0-Entscheidung, denn häufig bei einem Schlaganfall kann es ja so sein, dass wir haben gar keine zweite Chance. Ja? Ein Schlaganfall kann uns von heute auf morgen sozusagen das Licht ausblasen, genauso wie bei einem Herzinfarkt. Das heißt, wir haben hier oft keine zweite Chance. So, und wenn wir wissen, wir können unser Risiko bereits im Kindesalter senken, wenn es schon zu spät ist, weil sie, so wie ich, schon erwachsen sind, dann können wir durch eine Behandlung der Zähne, der Parodontose beispielsweise, aber auch tote Zähne, chronische Kiefer, Knochenentzündungen, wir können unser Herzinfarktrisiko um das 24-fache senken und Schlaganfallrisiko um das 13-fache senken, Bluthochdruck senken, und wir können so einfach eine einfache Maßnahme, denn von was sprechen wir hier? Von einmal Zahnreinigung pro Jahr beim Zahnarzt.
Das ist sehr einfach zu erreichen. Das ist für jeden machbar. Wir sprechen hier nicht von einem Einsatz, den wir bringen müssen, von großem finanziellen Aufwand oder schweren Medikamenten, die wir einnehmen müssen oder von einer kompletten Umstellung unseres Lebens. Allein einmal, wie in dieser Studie mit den 100.000 Patienten gezeigt, einmal professionelle Zahnreinigung im Jahr senkt dieses Risiko dramatisch. So, und das finde ich wirklich einzigartig und dieses Wissen wäre super, wenn wirklich mehr verbreitet wird. Verbreiten Sie auch gerne dieses Wissen, weil ich bin mir sicher, Sie interessieren sich auch für diese Thematik, sonst würden Sie nicht diesen Kanal abonniert haben. Aber teilen Sie das Wissen auch mit Ihrem Umfeld, mit Ihren Eltern, mit Ihren Verwandten und Sie können sich sicher sein, denken Sie daran, es ist die Todesursache Nummer 1, sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie können hier über Information quasi auch Leben retten. Und für mich in der Praxis ist es immer wieder toll, wie wir durch unsere Tätigkeit, also durch dieses mechanische Reinigen der Zähne, aber auch durch dieses Einbetten in den ganzheitlichen biologischen Gesamtkonzept, wo wir wirklich unsere Patienten ganzheitlich betrachten, welche dramatischen Auswirkungen, Verbesserungen und welche Chancen wir auch hier haben, um unsere Patienten langfristig gesund zu halten und ihnen wirklich Risikofaktoren aus ihrem Rucksack, den jeder von uns hat, Risikofaktoren aus dem Rucksack rauszunehmen, um in Zukunft leichter, unbeschwerter und mit weniger Risiko eine dieser 1 zu 0 Erkrankungen zu erleiden oder daran zu erkranken oder natürlich auch sein Umfeld dadurch besser informieren zu können. Das liegt mir besonders am Herzen und ich freue mich, wenn Sie weiterhin diese Videos gerne sich selber anschauen, gerne auch teilen, denn Sie merken, es sind wichtige Botschaften, die ich Ihnen hier mitgeben möchte mit aktuellsten Studien. Und ich freue mich, dass Sie so interessiert sind an diesem Thema und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Alexander Neubauer.